Aber wir haben natürlich derzeit auch eine Situation, wo wir in Deutschland weitgehend Versicherungsverträge und Lebensversicherung ablehnen. Wir haben eine Studie gelesen, da heißt 75% der Mitarbeiter würden sich für BAV interessieren, würden gern was machen. Ich halte die Studie für absolut richtig, weil wenn wir Systeme einführen, eben Systeme, von denen ich heute spreche, dann haben wir immer Quoten von 70, 75, 80, manchmal 90% Teilnahmequote. Also die Quote ist schon richtig. Wenn es den GDV, den Gesamtverband der Versicherer, dann gibt er irgendwo Zahlen oder zumindest Satz angegeben von 16, noch ein bisschen Prozent der Teilnahmequote insgesamt. Klar, gibt es auch Unternehmen mit 20 und 30%. Mehr versicherungsförmig schon schlechter. Und warum die Ablehnung kommt, das sind unterschiedlichste Bereiche. Der eine oder andere hat schlechte Erfahrungen im Privatbereich gemacht, der hat irgendwas einzahlt, dann gekündigt und es waren nur Bruchteile vorhanden. Er hat gekündigt, es hat sehr lang gedauert, bis das Geld gegeben hat. Er kriegt jährlich Anwartschaftsbestätigungen und von Jahr zu Jahr steht weniger drin, obwohl er mehr einzahlt. Die ganzen Dinge, unabhängig von Gesellschaften, unabhängig jetzt von bestimmten Systemen, einfach als Erfahrung, über die gesprochen wird. Das Thema Rückkaufswert ist ein Riesenthema. Das Thema Stornoverluste ist das, mit dem viele schon einfach Berührung gehabt haben, viele schon Erfahrungen, negative Erfahrungen im Prinzip gemacht haben. Das Thema Renditen kommt immer wieder am Tisch. Ökotest hat im letzten Jahr so eine Studie mit, was in vielen Teilen bei Rentenversicherungen in der BAV negative Renditen ausgerechnet haben. Die positiven Renditen, die man ausrechnen kann, die sind auch nicht besonders hoch. Die haben auch ein 0, irgendwas bezogen aufs eingezahlte Kapital. Klar, wenn ich mir einen Teil rausnehme, nur 65% Anlagequote, dass ich die Anlagequote von 65% mit einem höheren Zinssatz als 0,3 verzinsen kann, das ist klar, aber bezogen aufs eingezahlte Kapital ist oft schlecht. Wir haben eine sinkende Verzinsung, die Garantieverzinsungen laufen runtergegangen, wir haben einmal 4 gehabt, wie ich noch mit Beruf angefangen habe, wir haben 3,5 gehabt, wir haben dann 2,75 gehabt, 2,25, haben vor kurzem 1,75. Wenn Sie die Zeitungsberichte lesen der letzten Monate, die sind voll von Berichten, wo die Versicherung anzweifeln und die Probleme haben, wie können die 1,75 dargestellt werden. Sie haben auch noch ein paar alte Verträge, die müssen es auch erfüllen. Mit deutschen Staatspapieren geht es nicht. Die schaffen keine 1,75 Rendite, die schaffen nicht einmal die 0,75 im Zweifel. Klar, sie können griechische und italienische dazu mischen. Das heißt, das Risikobewusstsein, was ich ganz normal als Risiko sehen würde, wenn ich natürlich sage, eine Staatsanleihe ist niemals ein Risiko, die ist mündelsicher, okay, da sind wir auf anderen, ganz anderen Ebene. Wenn ich das sage, wenn ich das behaupte, wenn das meine Meinung ist, dann wird es so sein. Ich glaube, dass gerade im Staatsanleihenbereich die ganzen Verhältnisse umgedreht worden sind, wo man sagt, na okay, niedrigere Zinsen haben in der Regel auch niedriges Risiko und höhere Zinsen gibt es bloß beim höheren Risiko. Ich glaube, hier im Staatsanleihenbereich ist das vollkommen umgedreht. Da gibt es auch beim hohen Risiko nur geringe Renditen. Und ich habe heute früh einen Artikel gelesen, wo über Bubble, also über Blase im Bondmarkt gesprochen haben. Also das, wo man den eigentlich mit, bezogen auf den echten Wert noch absolut überbewertet ist. Ja, und wir haben natürlich das Thema erhöhte Transparenz. Es wird immer mehr geschrieben, es wird immer mehr propagiert, es wird immer mehr dargestellt. Und das macht natürlich auch vielen Unternehmen, letztendlich auch Mitarbeitern, Angst.